Bis zum Schluss haben sie sich gewehrt und sich einen Punkt verdient. Die TSG spielt auswärts gegen den FC Bayern München 1:1 und bleibt damit auch am 10. Spieltag ungeschlagen. Hier die Stimmen nach dem Spiel. In der ersten Halbzeit war es okay, war ich zufrieden. Da haben wir das ganz ordentlich gemacht, haben immer wieder mal Phasen gehabt, wo wir gut mit Ball spielen. Zweite Halbzeit war ich nicht zufrieden, da haben wir kaum mehr Druck drauf gekriegt und auch sehr viel unnötige Ballverluste schon in der Eröffnung gehabt, da haben wir uns nicht so viel zugetraut. Insgesamt nicht unser bestes Spiel, wenn gleich mal gegen einen überragenden Gegner gespielt haben, wir mit dem Ergebnis schon durchaus leben können. Erste Halbzeit waren wir, glaube ich, sehr stark. Ein bisschen Pech beim Gegentor. Machen ein wunderschönes Tor. Zweite Halbzeit haben wir wenig Entlastung gehabt, wenig Ballbesitz. Ordentlich verteidigt, aber auch zweimal Glück gehabt. Aber auch vorne zweimal Pech gehabt. Wir haben zwei schöne Konter gefahren, kommen da leider nicht mehr hin. Ich glaube, im Großen und Ganzen geht es in Ordnung und wir können stolz auf die Truppe sein, dass wir hier einen Punkt geholt haben. Der Punkt war sicherlich nicht unverdient. Aufgrund unserer ersten Halbzeit haben wir uns den sicherlich verdient. Aber auf die zweite Halbzeit können wir nicht so stolz sein. Da müssen wir noch so einiges so verbessern, so vor allem unser Offensivspiel. Aber das wird schon. Das ist nicht so wild, weil er will den Ball klären, will retten. Lewandowski schiebt ihn dann über die Linie, wenn er nicht hingeht. Von dem her, das passiert, wenn er mit vollem Tempo Richtung Tor sprintest. Ich glaube, da braucht es auch keine aufmunternden Worte. Das ist grundsätzlich gut, dass er da verteidigen will. Und dann passiert es mal. Es gibt, glaube ich, schlimmere Dinge im Leben. Wir haben Mentalität, Herz, Leidenschaft, alles mit reingeworfen. Und das kommt nicht einfach so, nach 10 Spielen ungeschlagen zu sein. Deshalb ein großes Lob wieder an die Mannschaft. Ich denke, wenn man noch keine Niederlage hat jetzt in 10 Spielen, das freut, glaube ich, jeden und uns natürlich auch. Und wir versuchen einfach, die Serie fortzuführen. Jetzt erstmal zur Nationalmannschaft, aber dann in 2 Wochen geht es weiter im Heimspiel und da wollen wir natürlich wieder gewinnen. Natürlich hat Bayern dann noch 2-3 Chancen gehabt. Das ist auch ganz normal, wenn die so viele Qualitätsspieler noch einwechseln, dass die zu Chancen kommen. Aber das ist grundsätzlich schon ein Punkt, den wir mitnehmen können, dass wir gut verteidigen mittlerweile und mit Ball immer gefährlich sein können, auch gegen Bayern München gefährlich sein können. Wir hatten jede Halbzeit 3 Situationen, wo wir rausgespielt haben und auch immer zum Abschluss kommen. Wenn wir das von der 6 weg heute noch ein bisschen mutiger nach vorne gelöst hätten, dann wäre es, glaube ich, noch gefährlicher geworden. Und da wäre das Spiel ein bisschen offener gewesen. So war es am Ende glücklich für uns, aber das ist auch okay. Es wird kein einfaches Spiel gegen HSV und ich freue mich besonders auf dieses Spiel, bin ich ganz ehrlich. Aber jetzt erstmal Piano ganz runter und eine Woche ein bisschen Pause und dann werden wir uns wieder top vorbereiten. Gut in Zweikämpfen sein, Torchancen herausarbeiten, jeder für den anderen kämpfen und so geht es dann zum Sieg und darauf bereiten wir uns dann jetzt vor und in 2 Wochen.